Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Juli von Yusha und wir sind auf Tugendensuche. Nebenbei suchen wir auch Männer. So, wir haben unseren winzigen kleinen Lakaien gefunden, mit dem wir unser Kind zeugen wollen. Eine Tugend hätte ich bereits, doch ich brauche noch zwei weitere. Wo soll ich mich als nächstes umsehen? Ich weiß nicht, welche Tugend ich in den tiefen Höhen finden werde, doch ihre verborgenen Nischen müssen etwas enthalten, das es wert ist zu finden. Wie Schätze zum Beispiel. Also ich hatte die Wahl zwischen Stadt und Dings, aber ich wollte nicht in die Stadt, also gehen wir jetzt in die Höhle. Weil wir da lange nicht mehr waren. Wir waren einmal Anfang des Tutorials, waren wir in der Höhle drin. Und jetzt gehen wir nochmal in die Tiefen der Höhlen. Was? Oder wir stehen auch einfach am Höhleneingang und tun gar nichts. Das könnte auch passieren, wie es eben passiert ist. Dann streite ich mich wieder mit der Dingens, mit der Steuerung, mit der Kamera, weil sie uns hasst. Jetzt habe ich es geschafft und jetzt werden wir die Höhle nach Tugenden absuchen. Ich weiß nicht, warum ich so komisch rede, aber es macht Spaß. ja, keine Ahnung. Irgendwie verfolgt er uns, dieser Gruselige. Ich mag ihn einfach nicht. So, Knappe. Nee. Ah, wir haben Geld dazu bekommen. Wir werden reich, reich. Warum bekommen wir ständig Geld? Ich verstehe das nicht. Diese Höhle ist nicht dunkel. Hier herrscht ewiges Zwielicht. Sie ist nicht feucht, sondern nahrhaft. Sie ist nicht hässlich, sondern Mutter Naturs Kunst. Was? Haben wir Angst oder wieso sagen wir so einen Quatsch? Keine Ahnung. Lauf! Kleine Juli, Gräfin Juli, lauf! Um dein Leben! Lauf schneller! Mir ist langweilig. Jetzt erkenne ich, dass es wunderschön in der Höhle ist. Ich habe die Tugend der Schönheit. Oh, wir sind also schön. So, zwei Tugenden. Ich sollte mich ein wenig ausruhen und meinen Auserwählten besuchen, um mich wieder in Erinnerung zu bringen. Und dann muss ich unter dem Volk nach der letzten Tugend suchen. Okay. Wo soll Gräfin Juli, die Große, nach einer nächsten Tugend für ihr Kind suchen? Der Verstand birgt alle Tugenden, die man braucht. Die Seele enthält die reinste Tugenden. Okay, Seele. Machen wir einen auf seelenmäßig total toll und so. Ich werde in den Seelen der Leute nach der letzten Tugend suchen, die ich für meinen Erben mitgeben möchte. Sims um Glauben bitten. Ja, okay, wir haben eigentlich noch gar keinen Glauben. Aber ist okay, ist okay. Ich kann mal gucken, ob er zu Hause ist. Reinspähen. Ach, guck mal, der andere um Glauben bitten. Um Glauben bitten. Da haben wir schon mal die Ersten, mit denen wir uns ganz gut verstehen. Lauf, Mädchen, bevor sie wieder weg sind oder was anderes tun. Mit Glauben ist alles möglich. Hätten wir etwa Yusha über alles errichtet, wenn wir nicht geglaubt hätten, dass wir es können? Das ist wahr. Wir haben sehr hart an Yusha über alles gearbeitet. In den letzten. Ich weiß nicht mal, wie viele Folgen es sind. Wenn du keinen Glauben hast, was bleibt dir dann noch? Okay. Ich habe unseren Verkäufer nicht gefunden. Aber wir könnten nach Hause gehen. Und gucken, ob unsere weitere einzige Freundin scheinbar, die wir noch haben, da ist. Können wir ihn nochmal glauben? Nein, können wir nicht. Schade eigentlich. Wir können später tuscheln. Jetzt gehen wir nach Hause. Das ist nicht unser Zuhause. Wie oft noch? Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. So. Lauf, kleine Juli, lauf! So schnell wie der Wind! Huch! So schnell wie der Wind! Ja, denn wir sind geschwind. Warte, nimm mich mit. Tada, hier ist niemand. Tada, hier ist niemand. Dann gehen wir doch einfach in die Empfangshalle. Da wird bestimmt einer sein. Es leuchtet Licht. Ich habe es genau gesehen.
Ja. Oder es leuchtet einfach nur Licht und es ist einfach keiner da. Ich muss freundlich... Wieso kann ich denn nichts mit ihr anstellen? Weil sie verschwunden ist. Wieso ist denn keiner mehr da? Oh, es ist 4:20 Uhr morgens. Was jetzt? Gehen wir schlafen? Wir haben sonst nichts zu tun. Außer da rumstehen und lachen. Wo ist eigentlich unsere Dienerin abgeblieben? Wir hatten doch mal eine. Irgendwie ist die verschütt gegangen. So, wir gehen nochmal schnell schlafen, schnelles Nickerchen. Lassen die Leute wieder eintrudeln. Und irgendeinen finden wir dann schon, den wir um Glauben bitten können. Wir haben ja immerhin schon zweimal Glauben zusammen. So, dann müssen wir auch nicht mehr so lange schlafen, wenn wir das hin und wieder zwischendurch mal machen, wenn wir gerade nach Hause kommen. Oder eh nichts zu tun haben. Sie ist aufgestanden, warum auch immer. Glauben, glauben bitten. Schöne Sache. Hast du uns denn doch nicht so, wie ich dachte? Oh, der Arzt, mit dem sind wir auch befreundet. Wo ist die Tante denn? Und mit ihr sind wir gar nicht so gut befreundet. Jetzt ist die wieder weggelaufen. Was ist bloß los mit der Alten? Ich meine... Was ist bloß los mit der Alten? Kann ich dich um Glauben bitten? Ja, hier, komm. Vielleicht wird die Schmiedin ja unsere neue Freundin. Die denkt an Goldesel und an Tyrannen, denkt er. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Scheint das Wort für Tyrannen zu sein. Yay, glaube? Ich kann es nicht in Worte fassen, aber ich werde es erkennen, wenn ich es fühle. Okay, lass uns essen gehen. Was sollen wir jetzt mal im Tagebuch schreiben? Yay, okay, lass uns Tagebuch schreiben gehen. Wahrscheinlich sitzt die Alte wieder dran. Kann ich sie verscheuchen oder auch nicht? Tagebucheintrag schreiben. Los, lauf. Jetzt sehe ich, nein, jetzt fühle ich. Ich habe die Tugend des Glaubens erlangt. Jetzt, wo ich drei Tugenden für mein Kind gesammelt habe, sollte ich meine Gedanken zu Papier bringen. Mach ich doch glatt. Bin schon voll dabei. Ich bin dir zwei Schritte voraus. Ich habe die Aufgaben einfach früher gelesen. Liebes Tagebuch, das war vielleicht ein Abenteuer. Ich habe nicht nur drei Tugenden für mein Kind gesammelt, sondern auch viel über mich selbst erfahren. Ich gebe zu, dass ich Sorge habe, nicht das gewünschte Kind zeugen zu können. Oder irgendein Kind. Was, wenn die Hülle das Schwert nicht halten kann? Das ist überraschend anstößig für dieses Spiel. Ah, da ist unsere Dienerin. Hallo. So, wir werden nicht nach Essen rufen, wir machen uns selber Essen. Bärensuppe. Dieses Mal habe ich jetzt Bärenfleisch ja nicht verkauft, deswegen können wir uns eine leckere Bärensuppe machen. Oh, ist mir egal, was du denkst. Ich bin gut und du nicht. Oh. So. Was? Ja, ich habe es verstanden, du heulst rum. Iss, kleine Königin, iss. Ah, sie isst es wieder nicht. Essen! Iss den guten Bären, iss ihn. Ach ja, wo wir gerade von dem... Hi. Apothekerbursche. Rose. Tugend der Schön... Ah, das sind die Tu... Cool. Und das sind die ganzen Tagebuchblätter. Ich habe die Tugenden gefunden. Tatsächlich. Was soll ich machen? Ich muss mich auf ein Fruchtbarkeitsritual vorbereiten. Okay. Abschließcode geben. Ich hasse ihn. Wieso haben die mich nicht selber einen aussuchen lassen? Ich dachte, ich darf ihn... Und jetzt verkehrt. Ich dachte... Was? Ich dachte, ich darf ihn selber aussuchen. Das gucken wir uns natürlich an. Aha! Machst du schon mit der nächsten... Um. Oder dem nächsten. Von mir aus auch das. Habe ich auch nichts gegen.
Joachim Parisen. Harbin! Leven Nasek Harbin! Devon! Jetzt steht die Alte im Weg. Enim, nur se jag abene brinfim vetine gori. Ach. Ich kann ihn immer noch nicht leiden. Auf Wiedersehen, Juli, mein Schatz. Ich warte im Wald auf dich und vergiss nicht den Fruchtbarkeitswein mit Granatapfelgeschmack. Hörst du was? Natürlich, ich werde jetzt fortsegeln und genau danach zu suchen. Was? Fertilia, wir werden jetzt segeln gehen, Freunde. Weshalb wir zum Hafen laufen. Und das in Max-Geschwindigkeit. Oh, gerade der. Ich hatte wirklich gehofft, ich kann mir das selber aussuchen. Wir haben neue Aufgaben, natürlich. Jetzt stehen wir da am Dingens rum. Die Hohe See patrouillieren. Da, Fruchtbarkeitswein besorgen. Ups. Mit Granatapfelgeschmack, den wir gerade erfahren haben. Ja, wir reisen und wir reisen und wir reisen mit dem Schiff. Und weg sind wir. Werde ich den Wein trinken können? Wird das etwas nützen? Es gelingt mir einfach nicht, den Druck auszublenden, dass ich... Nun, ich hoffe, dass alles gut geht. Hui, dieses Schiff schaukelt gewaltig. Du hast den Wein. Das ist aber eine große Flasche. Für einen König und eine Königin, schätze ich. Hey, sieh mal, ein Zwergwal. Ich glaube, er hat mir zugelächelt. Hallo, das ist zu viel für mich. Er hat mir zugelächelt. Er hat mich angelächelt oder was auch immer. Die spritzt bei leichter Brise und strahlenden Sonnenschein entlang der malerischen Küste von Yusha über alles bereitet sowohl den Seglern als auch den Passagieren viel Freude. Jetzt muss ich in den Wald, um das große Fruchtbarkeitsritual durchzuführen. Gut, zu Schauplatz gehen. Lauf, Gräfin Juli über alles. Was? Gräfin Juli die Große. Das Land heißt Yusha über alles. Man kann ja auch mal alles zusammenmixen, das läuft schon. Darf ich mir das Ritual nicht mehr ansehen? Doch. Ja, wahrscheinlich darf ich es nicht mehr ansehen, aber ich darf noch mitlaufen. Eine Runde. Also, wir sind jetzt beim Wald angekommen. Das ist der falsche. Und jetzt wildes Fruchtbarkeitsritual durchführen. Jagen könnten wir auch, aber das tun wir jetzt mal nicht. Wäre mir zwar lieber, aber das tun wir jetzt mal nicht. Lauf. Hi, Juli. Oh, du hast uns etwas mitgebracht. Die wünschenswerteste Tugend für einen Thronfolger. Okay. Das heißt, wir kriegen sogar ein Gespräch, oder wie? Oha, das ist das erste Mal, dass dieses Verleer ist. Oh, was ist das für ein riesiges Ding? Diese Fruchtbarkeitsweinflasche doch ist... Oh, Granatapfel, wie ich es mir gewünscht hatte. Müssen wir das alles austrinken? Kann ja nicht schaden, oder? Das heißt, wir sollten dieses Kind noch völlig besoffen. Das müssen wir auch sein, um diesen Typen zu ertragen. Oh mein Gott. Und so begann das Fruchtbarkeitsritual. Nicht einmal der Wind vermochte zu sagen, was die Zukunft für das Paar bereithielt. Oh, wir haben es doch noch nicht geschafft. Ich dachte, wir sind fertig. Glaubst du, der Fruchtbarkeitswächter kann unseren Tanz sehen? Das hoffe ich. Hey, jetzt musst du die Augen zumachen und nicht luschern. Ich verspreche, ich sage Bescheid, wenn du deinen Baum antanzt. Wenn du einen Baum antanzt, ah. Oh, diese hässliche Fricke, die wir da nehmen mussten. Das ist ja furchtbar. Okay, das war perfekt. Ich habe das Gefühl, besonders fruchtbar zu sein. Jetzt ist die richtige Zeit, um mein Kind zu bekommen. Wie wird sich das auf meine Beziehung auswirken? Ist doch scheißegal. Warte mal, was soll ich jetzt tun?
Verehrer heiraten? Den heirate ich nur, damit ich ihn betrügen kann. Oh Mann, ich will ihn nicht heiraten. Romantisch. Oh, ich will den nicht heiraten. Monarch. Duell, kann ich ihn vorher umbringen? Rein theoretisch kann ich ihn umbringen. Hä? Wie soll ich den denn heiraten? Gunst erweisen. Ja, hallo? Wie soll ich den heiraten? Ich kann ihn nicht heiraten. Seyun in Flecrosin. Midasa. Ja, ich bin total kokett. Können wir jetzt heiraten? Händchen halten, gunsterweise anmachen, sein Aussehen romantisch umarmen. Was? Nein. Nein, nein, nein. Das ist jetzt gerade nicht günstig. Was? Oh, Freund. Huch. Was habe ich getan? Nach wo wir. Ja, können wir mal machen. Weil wir nämlich nett sind, so. Plaudern, Tratschen, Zustand, Königreich, Künstler, bla, nach Hause einladen, Religion fragen. Hä, wie soll ich den denn heiraten? Ja, ich lobe dein Aussehen. Du bist hässlich. Romantisch. Romantisch umarmen. Wie kann ich den denn heiraten? Muss ich dazu wohin gehen? Wir sind doch schon beste Freunde. Was willst du denn noch? Freundlich. Romantisch. Händchen halten. Romantisch. Tunenlosen. Zeni. Iget Jesa. Kann ich den ja letztendlich heiraten? Hier nochmal freundschaftlich im Arm. Unsere arme Dienerin hängt auch hier rum. Ich kann ihn nicht heiraten. Merkmal. Ihr begeisterte Rede halten, einfach weil wir gerade nichts zu tun haben. Lustig. Was soll er jetzt erzählen? Das geht also auch. Copel Dunifre Sibion from Pet Brilsum Yolin. Dishem. Pavan Sem Tove. Seyul. Wem's la Merjok? Wo schaden? Sie wem? Ich kann ihn nicht heiraten, ich weiß nicht wie. Ich bin müde, ich muss schlafen und ich kann ihn nicht heiraten! Dann leck mich doch im Arsch. So, die Schnauze voll. Ich gehe jetzt nach Hause. Hä, wie soll ich den dann heiraten? Was ist los? Ich bin müde und hungrig und überhaupt alles. Ich bin übrigens auch ein bisschen müde. 3-Bit-Gesuche anhören. Vertrag über... Oh, ich habe meine Boxen angelassen. Ja, das können wir nochmal schnell machen. Das mit dem Bitgesuchen. 8 Stunden. Was noch hinkriegen? Ich glaube, das muss ich gleich noch machen. Gesundheit. Sagt sie zu einem Sim in einem Spiel. Läuft. Einfache Bürgerin. Ich gehe Hof halten. Kann ich jetzt heiraten? Kann ich nicht.
Ja, ich weiß, wir sind müde, ich weiß. Oh, geht los. Das war der Timer. Aber wir hören uns das erst noch an. Schnell. Während wir so gut gelaunt sind. Quatsch, schneller. Ich bitte um Erlöbnis, ne? In meinem Keller besondere Experimente durchführen zu dürfen. Ich brauche Geld für Klingen und Harnische sowie schalldichte Mauern. Sie müssen, naja, laute Schreie dämpfen. Gut, das scheint mir alles im Bereich des Erträglichen. Hier hast du ein paar Simoleons für den Anfang. Viel Glück wünsche ich. Ja, warum erklärst du deine Pläne nicht einfach den Schutzmann? Ich bin sicher, das er kann das für dich einrichten. Der nächste, bitte. Wird schon schief gehen. Ich wünschte, du ich habe das doch erlaubt. Achso, ich wusste. Oh. Weil ich. Der nächste, bitte. Schnell, bitte. Ja, der nächste ist da. Majestät, ich habe diese Kiste vergöttert auf meiner Farm. Das gut gilt dir. Majestät, die Grafschaften, mit denen wir Hexen testen, gelten als veraltet. Die Gerätschaften, oh. Und barbarisch. Ich bitte dich, einige Erneuerungen zu finanzieren, damit wir neue barbarische Geräte haben. Diese Hexen sind clever. Wir sollten ihnen nicht die Möglichkeit geben, unsere überholten Testmethoden auszutricksen. Ja, die Geräte sind ein wenig antiquiert, haben aber noch nie falsch gelegen. Zurzeit sind die Kosten nicht gerechtfertigt. Ja, komm. So, die Leute lieben uns. Yay! Wir haben stark zugenommen. Also in der. Ne? Ihr wisst schon. Kann man immer noch nicht heiraten. Wir müssen sowohl schlafen als auch was essen. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall in den obersten Stockwerk schon mal. Wir könnten ihr Essen klauen, tun wir aber nicht. Wir haben nur noch Bär. Außerdem isst sie selber. Ne, gönnen wir es der. So, wir essen nochmal hübsche Bärensuppe. Ja, ich weiß, du bist müde, aber ich kann ihn immer noch nicht heiraten. Koch schneller, bitte. Die kippt mir ins Essen, ich sag's euch. Wo geht sie denn jetzt hin? Jetzt geht sie hier essen, nur von mir aus. So, danach gehst du auf jeden Fall schlafen. Wie konnte sie so schnell Energie verlieren? Läuft voll. Warte mal, hat mein Timer nicht geklingelt? Ja, okay, dann war's das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, hoffentlich. Bis dahin, tüdelü.